bereit erklären, ihm seinen Namen zu schenken. Ihm euren Namen zu schenken, so. So, ich würde die Ziehung beenden. Alex! Warum hat das über nicht übernommen? Pass auf, wir probieren es doch mal. Das ist immer da nicht richtig gelaufen. Alex, kannst du doch mal bitte? Danke. Ja, Profis, okay. Ach, wo ist jetzt beim Xbox-Controller das A, bitte? Bin schon gerade verdrückt. Mach das hell, mach das. Ach, du bist schon drin, okay. Hä? Aber der hat das nicht angenommen, weißt du? Das habe ich doch gedrückt. Da, jetzt ist Aprofis da. Du bist der nächste Anhänger, Alex. Was hast du denn für Eigenschaften? Aprofis ist kränklich. Hat ein bisschen Trägheit und dafür ist aber sehr gläubig. Also 15% mehr gläubig als alle anderen. So, Apophis kann erstmal beanfällen. Durch deine Hände wird unser Kult sehr mächtig werden. Aber deine Anhänger leben nicht von Gebet allein. Sie müssen essen. Sammle die benötigten Ressourcen und entfache ein Kochfeuer. Damit kannst du Mahlzeiten für deine Anhänger zubereiten. Das muss ich selber sammeln. Bestimmt 3 Holz. Ich sehe es ganz genau. Oh, aber mehr. Und du? Ah. Ich würde es da einbauen. So, Nahrung. Deine Anhänger müssen Nahrung zu sich nehmen, um... Und es liegt an dir, sie mit Mahlzeiten zu versorgen. Der Hunger deines Kults wird oben links auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn der Wert zu weit sinkt, fangen deine Anhänger an zu hungern. Besorge auf Kreuzung etwas zu essen. Für sie wähle... Essen für sie. Wähle Routen durch Orte, die zur Nahrungssuche geeignet sind. Auf Farm, um deine eigene Nahrung anzubauen. Samen können gekauft oder auf Kreuzzügen gefunden werden. Kreuzzüge. Das symbolisiert den Magen. Okay. Guck mal, der Profi ist echt fleißig, ne? Der Claudia ist für PC, das Game, wenn du das meinst. Okay, Alex, dann gucken wir gleich mal, ob der dasselbe gleich übernehmen wird. Ach, jetzt soll ich die Beeren sammeln, okay. Alter, sieht aus, als würde ich im Kochtopf sitzen. Mal kurz raustappen, so. Ist es da, Bonbara?
Jetzt müssen wir einen Schrein errichten, aber zuerst benötigen wir mehr Anhänger und mehr Gold. Beides lässt sich bei Kreuzzügen in den Ländern des alten Glaubens finden. Unser gemeinsamer Wohltäter, jener, der wartet, wurde von den vier Bischöfen des alten Glaubens gefangen. Jeder von ihnen bewacht eine Kette, die ihn an das Jenseits, an das jenseitige Reich bindet. Wir haben Zugänge zu ihren Reich, zu ihren Reichen beschworen. Es ist deine Aufgabe, sie aufzuspüren und abzuschlachten, damit er befreit werden kann. Jetzt geh, du wirst auch Gold und willige Anhänger finden. Und jene, die nicht willig sind, kannst du gewaltsam konvertieren. Okay. Hört sich gut an. Hier wurde göttliches Blut verschüttet. Hier wollte der Tod nicht länger warten. Und nun? Okay. Für die anderen Türen brauchen wir mehr Anhänger. Das kann schon mal passieren mit Twitch. So. Düsterholz. Oha. Wie kann das sein? Du hast die Klinge gespürt, Lamm. Genau wie alle deine Arten. Und trotzdem stehst du hier vor mir und zeigst keine Reue. Die Krone, seine Macht, könnte es sein. Aber ich bin noch immer stärker. Gib Fersengeld, kleines Lamm. Kriegen wir, den kriegen wir noch. Ordentlich Münzen. Okay, wenn es hier weitergeht, müssen wir gleich nochmal zurück. Erinnert es auch ein bisschen an Undermine, ne? Geht einmal kurz zurück. Wir sind klar, ja? Oh, wer bist denn du? Launeck! Gelobt sei das Lamm, Wegbereiter großer Macht und verheißender Befreier von jenem, der wartet. So habe es mir die Karten einst gesagt, vor vielen Lebenszeiten. Oder wird das erst noch geschehen? Ich habe immer deine Karten gezogen, Lamm, und doch ist dies die erste. Nimm diese Karte und ich werde bei jedem unseren Treffen eine weitere ziehen. Wenn sie von mir gezogen werden, gewähren sie dir Macht. Was für eine Macht? Nun, das ist zugleich bekannt und unergründlich. Die Karte, die Karten, sie werden es entscheiden.
Treffer wird allem auf dem Bildschirm Schaden zugefügt. Oder ein Herzchen mehr. Ich will Schaden! Wie bei 20 Minutes Till Dawn. Einfach nur Schaden! Schicksal hat gesprochen. Aber wer wird es erhöhen? Böse, ey. Blättrige Laterne. Ein überwachsener Laternenständer. Jetzt hör mal auf, da rumzufriemeln. Das können wir bauen. Stein oder Holz? Oh, da kommt ein Boss. Cool. Also, Profis hat sich um Holz gekümmert. Ich kümmere mich um Stein. Goldklumpen gibt es hier. Komm her. Guck mal, jetzt kann man sogar Gras sammeln. War's schon? Okay. Ab zum Boss. Oh, die hat ein bisschen mehr Schaden. Ja. Ich glaube, ich habe gerade dieses Eichhörnchen getötet. Oh nein, jetzt kriegen wir eine neue Karte. Ich spüre, dass heute Nacht das Schicksal bei diesen Karten die Hand ins Spiel hat. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich um 1,2 oder 10% Chance, einen kritischen Treffer auszuteilen. Ein bisschen auch Tischler, nice. Also ich wäre wieder bei Waffenschaden, ne? Ja, GZL, nice. Sehr schön. Mach dein Schnall locker. Ach, hier kann ich meine Karten ansehen, okay. Ne. Okay. Geht's nichts weiter, oder? Ja. Ich sehe. Hierher und ich weiter, kleines Lamm. Meine Anhänger sind bereit, alles für mich zu tun. Kannst du dasselbe von deinen behaupten? Ich opfere mich der Sache, o mächtiger Anführer. Beim Blut des der Großen zerstöre die rote Krone.